Das wäre bei ihm allzu schade gewesen. Hendrik Weber, besser bekannt als Panthère du Prince, hat mit seinen Remix-Künsten schon Bands wie Depeche Mode und Block Party verzaubert. Eine Sound-Expedition zwischen Wald und Club. Ich komme aus einer Gegend, die man auch gemeinhin Hessisch-Sibirien nennt, nämlich Nordhessen. Und ja, da bin ich aufgewachsen, in den nordhessischen Bergwäldern. Musik war bei mir im Elternhaus eigentlich ständig präsent. Also meine Mutter ist Klavierlehrerin, mein Vater hat im Chor gesungen, seitdem er ein Kind ist. Wir haben halt auch den Flügel meiner Mutter, wenn sie dann nicht da war, haben wir den Flügel malträtiert bis zum geht nicht mehr. Wenn es um elektronische Musik geht, komme ich halt eher aus dieser Experimentalecke. Wir haben halt einfach Computer abstürzen lassen, stundenlang, und haben das einfach aufgenommen auf Minidisc. Also das habe ich so gemacht. Ich habe es halt einfach Abstürze produziert, Software an ihren Rand der Möglichkeiten getrieben und dann geguckt, was passiert ist. Auch stundenlang haben wir da gesessen und haben das dann versucht zu beeinflussen. Und dann irgendwann habe ich halt mal ein Beat drunter gelegt und dann war dann irgendwann, war das dann halt Panthère du Prince. Hendrik Weber alias Panthère du Prince gilt zurzeit als einer der spannendsten Techno-Produzenten. Seine trockenen und zugleich melancholischen, mit Glocken und subtilen Real-Sounds angereicherten Tracks weisen weit über den Dancefloor hinaus. Sein aktuelles Album heißt Black Noise. So bezeichnet man das für den Menschen nicht hörbare, tieffrequente Bassgrollen vor Tsunamis, Erdbeben oder Erdrutschen. Und so idyllisch das Coverbild auf den ersten Blick aussieht, die Platte heißt nicht ohne Grund Black Noise. Aufgenommen wurde sie in den Schweizer Bergen. Genau an der Stelle, an der vor 200 Jahren ein Dorf verschüttet wurde. Bei Black Noise geht es ja auch darum, diese Bedrohlichkeit. Also diese Frequenzen, die ich nicht höre, die aber eine wahnsinnige Macht haben. Und genauso funktioniert auch ein bisschen das Cover. Also glaub nicht dem, was du da siehst. Ja? Also so ist das für mich eher, so ist das gemeint. Ja? Diese Idylle, die stimmt nicht. Also wir befinden uns auf dem Teufelsberg. Das ist ein Trümmerberg. Wir stehen gerade auf 17.000 Gebäuden der Stadt Berlin. Und hier haben die US-Amerikaner ihre Abhörstation aufgestellt. Unter dem Trümmerberg schlummern die Fundamente von Hitlers Wehrtechnischer Universität. Das inspirierte sogar den US-Filmregisseur David Lynch. Er wollte hier mit einer Sekte eine Universität des unbesiegbaren Deutschlands errichten. Ein wahrhaft gespenstischer Ort also. Dass es dann halt in dieser Kuppel diese Akustik gibt, das finde ich halt schon so ein, das ist irgendwie was, das zeigt über was hinaus, was so, ja, das bringt was für die Wahrnehmung. Ja, wer hat sich das ausgedacht? Das könnte auch aus einem Fassbinder-Film sein, ne? Vom Berg in den Club. Dort bringt Panthère du Prince zurzeit seine neuen Tracks live zu Gehör. Er mag die Anonymität des Laptop-Fricklers. Obwohl er auch Bass in diversen Hamburger Indie-Bands gespielt hat und mit einer echten Band wie Stella auf Tour war. Die Trennung zwischen Musikgenres wie Techno und Rock hält er grundsätzlich für Quatsch. Und auch Wald und Club liegen für ihn gar nicht so weit auseinander. In
der Club ist der Walter Städter, das ist mir irgendwann mal so rausgerutscht, aber letztendlich beschreibt es schon was, was ja so eine Form von Metaphysis, die halt im Club stattfindet, ne? Dieses Ritualhafte, dieses auf Entdeckungsreise gehen und auch manchmal auch eine Bedrohlichkeit, aber auch eben eine gewisse Schönheit, und dann wandert man so durch den Club und erlebt halt auch. Und ich glaube, dass so echt so ein Schweizer Bauer, wenn der durch den Wald läuft, dass das halt auch der ähnliche Trips, wie wenn du halt ins Berghain gehst, also mit Sicherheit.